So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir wollen heute neuen Springe testen. Was ist das denn? Ich habe das gefunden. Hier, Limonade? Da ist hier einfach eine 9 auf dem Deckel und hier vorne steht 9 Springe. Das erinnert mich irgendwie an diese Schloss- oder Schwarzbacher Limonaden. Sind, glaube ich, auch in solchen Flaschen, die fast so ähnlich aussehen vom Design. Vielleicht ist das von Region zu Region unterschiedlich. Hier gibt's dit und dort gibt's dit und da, wo wir waren, da gibt's halt dit und da ist überall 9 Springe drauf. Wir haben heute 9 Springe Mandora Orangenlimonade. Mandora Orangenlimonade und wir haben 9 Springe Jim Him Himbeergeschmack. Die packen wir jetzt beide ins Thumbnail rein, Mandora und Jim Him. Wer das kennt, 9 Springe. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Sorten gibt. Zack, da ist das Thumbnail. Wir müssen auch nicht ins Berliner Luftgläschen füllen, weil das sind ja Glasflaschen. Ihr erkennt ja sowieso schon die Farbe. Jetzt machen wir das mal auf. Wir fangen mal mit der Orange an. Probieren einfach mal einen Schluck von der Orange. Das sind 0,33 Liter drin. Ich möchte das Ganze zusammen dann wieder auf die dicken Bierglas trinken. Das heißt, ich muss so trinken, dass 0,25 übrig bleiben und ich das dann zusammen im Bierglas trinken kann. So. Das ist Orangenlimonade. Mandora. Und es schmeckt irgendwie wie diese Tabletten, die du kaufen kannst zum Auflösen, dass du dir da so ein Getränk machen kannst, wenn dir Vitamine fehlen oder irgendwas, wo es so Brausetabletten mit Multivitamin-Geschmack gibt oder auch mit Orangengeschmack. Also schmeckt an sich jetzt nicht sonderlich fruchtig und lecker für mich. Ich finde eher, das wirkt irgendwie ein bisschen gekünstelt, bisschen chemisch. Ich muss noch einen kleinen Nipper nehmen. Habe ich auf jeden Fall schon deutlich Besseres gehabt. Das ist auch ein bisschen wässrig im Vordergrund. Dann kommt dieses komische, beißende, orangige, was es schmeckt, wie wenn du wirklich so eine Brausetablette hast und die auflöst. Und dann ist sie nicht ganz aufgelöst und du kriegst sie in den Mund. Und dann ist das so richtig brachial. So eine Mischung aus wenig und viel, aber nicht gleichbleibend. Also finde ich total merkwürdig, diesen Orangengeschmack. Aber wir haben ja noch Jim Him. Jim Him mit Himbeergeschmack und ich hoffe, der überzeugt jetzt. So, der ist auf, da müssen wir auch gucken. Wir haben im Prinzip bis zum Bauchring eine Flasche getrunken und dann geguckt, was übrig bleibt. Das riecht auf jeden Fall so, wie man Himbeerbrause kennt. Das habe ich auch kurz im Kühlschrank gehabt, trotzdem ist es schon wieder so mega kohlensäuremäßig versetzt, schaumig, richtig brachial. Ich nehme mal noch einen kleinen Schluck. Ja, ist okay, schmeckt mir eigentlich besser als das andere, aber irgendwie ist es auch viel schaumiger als das andere. Und weiß nicht, schmeckt halt ganz normal wie jegliche Waldmeister und Himbeerbrause, die es immer so im Duo gibt, wenn ihr probiert. Ich frage mich eh, wo ist denn 9 Springe grün mit Waldmeister? Habe ich nicht gesehen, da wo wir waren, da gab es nur genau diese 2 Sorten. Das gibt es bestimmt auch noch. Es gibt bestimmt auch die 9 Springe Cola. Ich glaube, die haben wir sogar schon mal getestet. Ansonsten aber erst wässrig, dann total süß, künstlich. Also mein Geschmack ist es nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Wir versuchen wieder das beides hier einzufüllen in das Glas und zu mischen und dann zu trinken gemeinsam. Hat bestimmt einen super rosanen Look. Müssen wir schauen, ob ich so viel abgetrunken. Das passt perfekt. Passt perfekt in das Glas rein, die 9 Springe Combo im auf die dicken, Ali, was ist denn? Da lehnt er sich ja an, im auf die dicken Bierglas, das also jetzt hier beides gemischt. Riecht auf jeden Fall
sehr fruchtig, richtig toll. Riecht ein bisschen wie Blutorange auch. Sieht auch so aus, schmeckt aber wahrscheinlich nicht so. Ich würde sagen, das war's schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt ihr neuen Springer? Habt ihr das schon mal probiert? Welche Sorten kennt ihr noch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie immer, zusammen schmeckt es einfach am besten. Das war jetzt gar nicht so wässrig wie einzeln und auch nicht so künstlich. Es war mega künstlich. Es war einfach, nein, aber zusammen fand ich es jetzt wirklich besser als einzeln. Aber trotzdem würde ich nicht nochmal kaufen. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.